Das sind ungewöhnliche Bilder. Und zwar gab es im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder Künstler, die mit den gewöhnlichen, den traditionellen Bildern unzufrieden waren, die etwas anderes machen wollten, nicht etwas Eingeschlossenes, etwas von einem Rahmen umgrenztes, mit einem eigenen Bildraum, in den man hineinschaut. Das war ihnen zu festgelegt, zu traditionell, zu unbeweglich. Und das schien ihnen nicht mehr in die heutige Zeit zu passen. Und da, stattdessen wollten sie, dass das Bild in den Raum hineinkommt, dass das Bild real wird, dass es auf den Betrachter zukommt. Die Werke in dieser Ausstellung folgen eigentlich nicht einer einheitlichen Theorie oder einer einheitlichen Stilrichtung, sondern es sind eigentlich immer neue, unterschiedliche Ansätze, die diese Künstler gewählt haben. Und ich habe auch mehr oder weniger diese Werke entdeckt, und zwar eben in Hinsicht darauf, dass sie den traditionellen Bildraum vermieden haben. Und es ist zum Beispiel auch so, dass es darunter ganz flache Werke gibt, also reine Flächen, die allerdings eben nicht den Hintergrund bilden für eine bildliche Darstellung, sondern die als flache Bildobjekte, als Panels, als ein Stück Fläche genauso real in dem Raum stehen oder vor der Wand angebracht sind, wie eben plastisch in den Raum eindringende Formen. In dieser Ausstellung sind Werke und Künstler versammelt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Es sind unglaublich unterschiedliche Künstler, die man früher auch nie zusammen gezeigt hätte. Und ich glaube, man hat heute die Möglichkeit, auch das Verbindende von unterschiedlichen und sogar gegensätzlichen, sich ausschließenden Ansätzen zu sehen. Was auch, finde ich, aktuell ist, ist die Tatsache, dass diese Bilder weder Bilder sind noch Installationen, dass es eigentlich um Übergänge geht und dass diese Übergänge oder diese Ansätze, etwas anders zu machen, dass sie auch nicht einer festen Ideologie oder einem Programm folgen, sondern immer wieder ganz neu entwickelt werden. Und ich glaube, man merkt auch diesen Bildern an, dass es oft Experimente sind, dass es Entdeckungen sind. Und das findet tatsächlich auch bei ganz jungen Künstlern heute noch statt.